Es ist Zeit für Weihnachtsgrüße. Wo fange ich an? Traditionell ist Weihnachten die Zeit der Besinnung. Also, das ist die Idee. Gelebt wird was anderes. Was heißt Besinnung überhaupt? Besinnung heißt für mich, zu Sinn kommen, wieder zu mir kommen, den Sinn erkennen, wieder ins Gleichgewicht kommen. Es kann so viel Gutes bedeuten, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen. Und naja, Hand aufs Herz. Nicht immer geben wir uns die Zeit. Also, ich persönlich kann das sehr gut gebrauchen, weil die letzten Jahre schon ziemlich verrückt waren. Vor rund 2 Jahren starb meine Mutter. Der Grund, weshalb es all die vielen Videos gibt zum Thema Narzissmus, weil ich eine sehr liebevolle Mutter hatte und ihr ist es nicht gelungen, ihre Beziehung, die sie ihr Leben lang eingeschränkt hat, zu verlassen, obwohl sie einige Anläufe genommen hat, ist es ihr damals nicht gelungen. Und mir ist es auch nicht gelungen, sie dabei so zu unterstützen, dass sie den Absprung geschafft hat. Tatsächlich, als sie soweit war, wurde sie krank und es kam nicht mehr dazu. Mein Vater ist mittlerweile auch gestorben. Für mich ist das jetzt das erste Weihnachten ohne meinen narzisstischen Vater. Klar, das hat die Weihnachtsfeierlichkeiten üblicherweise sehr geprägt. Hat sie nicht unbedingt angenehm gemacht. Viele der Klischees haben sich da auch da finden lassen. Wenn ich mir eins wünschen darf für Weihnachten, ist es, dass mehr Menschen, ob mit meinen Beiträgen oder über andere Quellen informiert, den Schritt wagen, zu erkennen, das ist eine Stelle, da ist Hoffnung wenig hilfreich. Also ich bin großer Freund von Hoffnung. Ich bin großer Freund davon, dass Menschen sich da, wo es sich lohnt, da wo Hoffnung ist, da wo Einsatz auch eine Chance hat, etwas zu bewirken, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Und an vielen Stellen ist diese Welt einfach sehr schnelllebig. Viele Beziehungen werden aus meiner Sicht viel zu schnell eingegangen und auch viel zu schnell wieder verlassen und hätten vielleicht mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Engagement eine Chance, sich zu entfalten und zu was Wunderschönes zu werden. Die Sache ist nur die, bei Narzissten ist damit einfach nicht zu rechnen. Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Tendenzen werden sich in den seltensten Fällen verändern. Es wird einfach nicht besser, es wird schlimmer. Und da ist es schade, zu viel Zeit im Leben damit zu verbringen. Ein wichtiger Punkt, der immer wieder auffällt, ist, dass auf der einen Seite die meisten verstanden haben, Narzissten verstecken sich hinter einer Fassade. Eine Fassade, die dazu dient, ihrem verletzten inneren Selbst den entsprechenden Schutz zu geben, eine Scholle. Geschmückte Fassade, die sie gut aussehen lässt. Das haben die meisten verstanden. Die meisten haben auch verstanden, das machen diese Menschen, um sich zu schützen. Was an vielen Stellen noch ignoriert wird, ist, dass auch Zielpersonen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fassade aufbauen. Irgendwie muss ich doch mit all den Erfahrungen, mit all den Verletzungen, all dem Irrsinn umgehen lassen. Und solange das nicht geklärt ist, solange es nicht geheilt ist, naja, dann wenigstens eine Fassade. Der große Unterschied ist, dass Narzissten mit ihrer Fassade anderen Menschen Schaden zufügen, andere Menschen verletzen. Ja, aus dem Wunsch, ihr Verletztes selbst zu schützen, nur das Ergebnis ist unangemessen, ist gemein. Zielpersonen üblicherweise bauen eine Fassade auf, um sich zu schützen. Diese Fassade ist aber nicht gemein, sondern sie dient tatsächlich im Eigenschutz und auch da ist es wichtig, dass wir daran denken, dass diese Fassade einerseits uns selbst schadet, von einem erfüllten Leben abhält und gleichzeitig auch unsere Beziehung den Menschen, denen wir nahe sind und die sich etwas anderes für uns wünschen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist etwas, also narzisstische Beziehung in meinem Fall, zu einem narzisstischen Vater, machen etwas mit einem. Und dieses Machen kann unterschiedlichstes bedeuten. Ich habe bei mir mein Leben lang gemerkt, dass es mein Verhalten maßgeblich motiviert hat. Ich wollte einen Ausweg. Ich wollte beweisen, dass ich das, was mein Vater da von mir ausgesprochen hat oder gelebt hat, dass ich mich darüber hinwegsetzen kann, dass ich besser bin als das. Die Ergebnisse
können toll sein. Ich fand es lange Zeit sehr interessant, sehr gut. Nur die Motivation war ungünstig, weil ist die Motivation ungünstig, meint, ist die Motivation, etwas beweisen zu wollen, wird das Bedürfnis, das dahinter liegt, nicht wirklich befriedigt, kann es ja auch nicht. Insofern, und ich sehe das heute bei meinen Videos noch, ich erlebe bei den Videos regelmäßig, dass ich denke, da ist noch eine deutliche Spur von diesem Persönlichkeitsanteil, der da irgendwas beweisen möchte, der komisch betont. Ich habe das öfter schon erlebt, dass meine Frau gesagt hat, du klingst irgendwie hanseatisch, irgendwie, irgendwas ist da, irgendwas ist da nicht so, wie es sein sollte. Sonst rede ich anders, sagt sie. Tja, jeder hat so seine Wege, seine Möglichkeiten, die genutzt werden oder auch nicht genutzt werden. Also, es geht darum, dass wir für uns und für die Menschen, die uns am Herzen liegen, saubere Arbeit leisten. Dass wir aus den Erfahrungen lernen. Das bedeutet erstens, dass wir erkennen, was da vor sich geht. Dass wir zweitens handeln. Wir können uns noch so viele Videos anschauen. Ich freue mich, wenn meine Videos angeschaut werden. Nur wichtig ist, dass es auch was verändert. Dass es dann auch ans Werk geht. Und drittens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, beim ans Werk gehen, die eigenen Werte erkunden und leben. Also gerade Menschen, die erlebt haben, was andere Menschen einem antun können, sollten doch motiviert sein, es anders, es besser zu machen. Wir sind gefragt. Wir können aus dem, was wir erlebt haben, was uns wehgetan hat, selbst aus den Wunden, die mitunter von Zeit zu Zeit aufgerissen werden, lernen. Und das kann uns zu besseren Menschen machen. Wir können überlegen, wie können wir die Welt zu einem besseren Ort machen? Wie können wir vor allem die Dinge, von denen wir gemerkt haben, dass wir sie anders haben wollen, uns dafür einsetzen, dass sie anders sind? Nun ja, ich habe mir für 2 Jahre ungefähr ziemlich viel Zeit genommen für diese Videos. Jetzt ist es in der Zeit, mich ruhig auch mal wieder anderen Themen zu widmen. Also ich werde weiterhin Videos machen, schauen wir mal wie. Ich bin weiterhin für all diejenigen da, die Unterstützung wollen. Eine große Bitte an der Stelle. Bitte. Es kommen so viele Anrufe, dass ich üblicherweise nicht mal mehr ans Telefon gehe, sondern der Anrufbeantworter rangeht. Auch die E-Mails. Es kommen so viele E-Mails, so viele Nachrichten und ich freue mich darüber. Ich lese die auch. Ich kann nur nicht mehr beantworten, weil dann komme ich einfach nicht mehr zu den Dingen, die notwendig sind. Vor allem, bei vielen ist nicht ganz klar, was jetzt gewünscht ist. Ich gehe also davon aus, die sind vor allem, um mir eine Information zu geben, dass das, was da in den Videos gesagt wird, etwas bewirkt. Das finde ich toll. Das ist mir sehr wichtig, weil daraus habe ich die Kraft gezogen, weiterzumachen. Und vor allem, wenn es, und das ist auch eine Bitte, wenn es in Form von Kommentaren unter den Videos passiert, dann macht es auch anderen Mut, sich auf den Weg zu machen. Viele wissen schon im Grunde, worum es geht und was zu beachten ist, nur viele setzen es noch nicht um. Da wird es einfach Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Also bezogen auf Anfragen, wer meine Unterstützung möchte, bitte, bitte, bitte die Kontaktformulare auf der Homepage verwenden, möglichst klar machen, was ist das Anliegen, wie ist gewünscht, dass ich unterstütze und ob es dringend ist. Auch weiterhin ist das ein Thema, das bei mir besondere Priorität hat. Das heißt, wann immer ich kann, finde ich den Raum dafür. Gut. Ja, ich werde mich jetzt dem Thema Besinnlichkeit, Besinnung widmen. Keine Ahnung, was das ganz konkret heißt. Also eine Ahnung habe ich schon. Ich weiß noch nicht ganz genau, was von den Möglichkeiten ich jetzt nutzen werde. Das Wetter ist saumäßig draußen. Ideales Wetter für einen Spaziergang, weil das bläst die Gedanken durch. Ich wünsche allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und den Mut, gut auf sich und jene Acht zu geben, die uns am Herzen liegen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden.
Gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Passen wir auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.